Hey ho, meine Lieben, aus der Rubrik Männerküche, reine Männerküche. Eine Frau wird das wahrscheinlich nie so machen. Mache ich mir heute ganz einfach ein Süppchen. Ja, da werde ich mit Sicherheit 3 Tage dran essen. Das weiß ich jetzt schon. Ist mir recht. Dann brauche ich morgen, übermorgen nichts machen. Und wie nennen wir das Video? Michis Spezialsuppe. Ja, was anderes ist mir jetzt nicht eingefallen. Oder Michis Suppe, Spezialsuppe Anno 1990. Ja, so habe ich früher auch schon meine Süppchen gekocht und geschmeckt hat es immer. Ob es jetzt was zum Nachmachen ist, sei dahingestellt. Aber seid dabei, schaut zu, drüben in meiner kleinen, aber feinen Küche. Tja, Freunde, ganz früher habe ich ja noch die Suppenbeutel von Maggi und Knorr wild durcheinander gemischt und mit reingeschmissen. Mittlerweile bin ich ja hier zu Sormzeug übergegangen. Ohne Zusatzstoffe, Bio, hau mich tot und was weiß ich. Und hinter mir steht jetzt ein großer Topf mit 2,5 Liter Wasser in etwa. Ja, da schmeiße ich jetzt mal von jedem einen rein. Mische ich auch ganz einfach. Dann habe ich hier Suppenmaultaschen, Hochzeitssuppe, das sind Leberknödel, Grießknödel und die weißen Bollerknödel. Keine Ahnung, wie sich die nennen. Dann so ein Backel Suppengrün, schmeiße ich auch hardcore-mäßig mit rein. Von meinem T-Bone Steak letztens hatte ich noch ein bisschen was übrig. Das habe ich jetzt klein geschnitten. Kommt mit rein als Fleischeinlage, als zusätzliche. Hier ein bisschen Suppengemüse. Und dann habe ich noch Supernudler. Ja, steht hier tatsächlich Supernudler drauf. Vom Hofladen Kleinle. Und die kommen ja ziemlich zum Schluss auch noch ein paar mit rein. Gut. Dann gibt es nichts mehr viel zu schnacken. Gehen wir hier rüber an den Topf. Also ich bin da bei meinen Süppchen immer wirklich ja, hardcore-mäßig drauf. Übrigens kommen da insgesamt jetzt 4 solche Würfel rein. Ein Würfel steht drauf dran für 0,5 Liter. Schmeißen wir einfach mal 4 Stück rein und gut ist. Nachwürzen kann ich immer noch. Dann lösen wir die mal ein bisschen an. Und dann schmeiße ich auch schon mein Gemüse rein. Mein Suppengrün. Die Hälfte hätte jetzt auch gelangt davon, aber was soll's? Smörrebröt, Smörrebröt, remtemtemtem. Schmeiß ich gleich das Rindfleisch auch mit rein. Und so darf das jetzt erst einmal eine ganze Weile vor sich hin köcheln. So, mittlerweile haben sich die Würfel wirklich schön aufgelöst. Ich probiere jetzt erstmal die Brühe. Die schmeckt definitiv viel zu wässrig. Dann haue ich die noch ein paar von den Würfeln rein. Weil ich will meine Suppe schön kräftig haben im Geschmack. So, dann werden die Gemüsebrühewürfel weg. Dann haben wir noch 2 Rinderbrühewürfel rein. Wenn es dann zu stark ist, haue ich halt einfach noch ein Wasser drauf. Aufköcheln lassen, auflösen lassen. Und nachher nochmal probieren. Danach können wir schon die Maultaschen und die Hochzeitssuppendinger reinschmeißen. Ziehen lassen nachher und fertig. So, Freunde, dann tun wir noch ein paar Supernudler rein. Und
unsere Einlagen noch hier. Und dann noch, ja, so circa 10 Minuten vor sich hin köcheln lassen. Und dann kann ich schon essen. Eine leckere Männerküchensuppe. Tja, Freunde, fertig wäre mein Essen für die nächsten Tage. Lecker Süppchen. Tja, und dann, naja, kippen tue ich den Teller jetzt nicht extra. Ja, und dann kommen wir noch zu dem Probierer, ne? Ist eine Suppe. Mit Maultäschle, Knädel, allen drum und dran. Lecker T-Bone Steak, Fleischeinlage. Was will man mehr? Also hat es ja doch was mit dem Grillen zu tun. Einfach eine leckere Suppe gekocht. Ja, ich werde die bloß nachher in kleine Töpfle umfüllen, irgendwie was, um die im Kühlschrank unterzubringen. Ja, Videos habe ich ja eh noch genug auf der Festplatte. Dann habe ich für die nächsten 2-3 Tage mein Essen fertig. Leute, ich gehe jetzt essen. Also ich denke, dass ich da mindestens 2 oder 3 Teller heute esse. Mindestens. Ja, und wenn es gefallen hat, ein Däumchen nach oben, nettes Kommentar, Abo sowieso und ja, Männerküchen-Video. Tschaikowski.